Die letzten drei Spiele war er nur auf der Bank gegen den TV Herkenrath. Im Pokal-Halbfinale durfte er aber wieder von Beginn an ran. Cauli Oliveira Sousa, einer von 5-9 bei Fortuna-Trainer Uwe Koschen, hat in der Startelf auch Boss, Bender, Röker und Andersen von Beginn an mit dabei. Rein ins Spiel, die Fortuna in Weiß von rechts nach links. Sie wollte früh für klare Verhältnisse sorgen und es gab direkt Möglichkeiten. Ballgewinn und dann direkt Oliveira Sousa erstmals in Aktion. Tyson kann den Abpraller nicht verwerten. 4 Minuten da gespielt. Es war der Auftakt für eine richtig starke erste Halbzeit des Favoriten. Vor allem einer war nicht in den Griff zu bekommen vom Mittelrheinligisten. Wieder Oliveira Sousa, diesmal auf links, findet wieder Christopher Tyson und diesmal klappt die Kombination. 10. Minute, 1:0 für den Favoriten, die Fortuna mit dem frühen Dosenöffner. Mustergültiger Angriff der Fortuna. Uaferro bedient Oliveira Sousa, der ist dann nicht zu halten im 1 gegen 1, spielt zielgenau auf den durchstartenden Christopher Tyson. Früh also die beruhigende Führung für den Favoriten, trotzdem die Fortuna drückte das Gaspedal weiter durch. Nächste Szene, 20. Minute, Selçuk Alibas bittet hier auf rechts zum Tänzchen und dann am zweiten Pfosten Oliveira Sousa, der trifft den Volley aber nicht perfekt. Trotzdem, es war Einbahnstraßenfußball im Südstadion. Nächste Szene, 23. Minute, wieder Oliveira Sousa mit beteiligt und dann Damani, der scheitert am Querbalken. Herkenrath hier im Glück, dass es nur 0:1 aus Sicht des Mittelrheinligisten stand. In Halbzeit 1 die Fortuna mit der perfekten Einstellung zu diesem Spiel. Sobald es Platz gab, drückte man aufs Tempo. Über den Umweg Tyson findet der Ball wieder zu Oliveira Sousa und der sieht Hamdi Damani. Nächste dicke Möglichkeit für die Fortuna, 32 Minuten da gespielt. Nahezu jeder Angriff der Fortuna lief dabei durch die Füße von Oliveira Sousa, der von Herkenrath einfach nicht zu halten war. Bislang 37. Minute, wieder Oliveira Sousa im Strafraum und dann landet der Ball bei Selçuk Alibas. Kart im Tor von Herkenrath mit einer der wenigen Szenen, wo er sich mal auszeichnen kann. Insgesamt die 1:0-Führung zur Pause für die Fortuna nach den Chancen zu wenig. Seitenwechsel. Herkenraths Trainer Alexander Vogt stellte sein Team neu ein und das scheint gefruchtet zu haben, denn der Mittelrheinligist wurde nun mutiger. Vincent Geimer prüft hier erstmals Tim Boss im Tor der Fortuna, das Ganze kurz nach dem Seitenwechsel. Die Fortuna verlor in der Phase ein bisschen den Faden. Herkenrath wurde von Minute zu Minute mutiger. Nächste Szene, 61. Minute. Andersen versucht das Spiel hier zu beruhigen, nimmt Tim Boss mit. Boss allerdings rutscht aus. Vincent Geimer ist da. Geimer gegen Boss. Und Herkenrath schafft den Ausgleich. Vincent Geimer krönt seine bislang auffällige Leistung und stellt die Partie wieder auf Null. Jetzt wurde es eklig für die Fortuna, denn Herkenrath hatte Blut geleckt. Nächste Szene, 74. Minute, Konter über Vincent Geimer und dann das Duell Andersen gegen den eingewechselten Grazina. Und nun wird es hektisch. Herkenrath auf 180, Geimer schubst Andersen zu Boden. Rudelbildung, Uaferro Mimbala mit dabei. Schiedsrichter Benjamin Bläser, der Drittliga erfahren ist, er versuchte das Ganze zu ordnen und stellte Andersen und Geimer, beide mit Glattrot, vom Platz. Beide, Herkenrath und die Fortuna, somit also nur noch zu 10. Für Andersen im nächsten Pflichtspiel der nächste Platzverweis, nachdem er gegen Lotte ja schon gelb-rot sah. Musste also zuschauen, aber er sah, wie die Fortuna nun wieder etwas mehr Kontrolle auf ihr Spiel bekam. Wir sind in Minute 80, Pazurek mit dem Ballgewinn und dann findet Damani Oliveira Sousa nicht. Die Szene ist immer noch heiß, Oliveira Sousa, aber Bender kann diese Flanke nicht erreichen. Bei Herkenrath wurde es nun eine Kraftfrage. Die Fortuna wollte nach Möglichkeit die Verlängerung in dieser englischen Woche vermeiden. Das war durchaus zu spüren. Der anschließende Abstoß von Kart. Mittlerweile Kai Bösing mit von der Partie, findet Damani nach diesem Kopfball. Und dann wieder Kai Bösing im Duell gegen Flender. Bösing geht zu Boden. Und dann die Entscheidung von Benjamin Bläser. Elfmeter, richtige Entscheidung vom Unparteiischen. So also die große Möglichkeit für die Fortuna, die Weichen auf Finale zu stellen. Es übernahm Markus Pazurek und der mit der Verantwortung hinein zum 2:1 stellt die Weichen auf Finale in Bonn.
Markus Pazurek, er mutiert zum Torjäger für die Fortuna. Dritter Treffer im dritten Pflichtspiel in Folge für den Mittelfeldakteur. Viel wichtiger aber, es war die späte 2:1-Führung für die Fortuna. Herkenrath mit dem gefühlten Todesstoß. Es gab nur noch eine Szene für den Mittelrhein-Ligisten. Dieser direkte Freistoß, den Boss aber aufmerksam pariert. Das Ganze in Minute 89. Die Fortuna ließ in der Endphase aber nichts mehr anbrennen, hatte vielmehr noch in der Nachspielzeit ein, zwei gute Kontermöglichkeiten. Die beste hier, Pazurek mit dem Ballgewinn, und der sieht den eingewechselten Johannes Rahn, aber der lässt die Chance zum 3:1 liegen. Am Ende war es egal, mit etwas Wackeln zieht die Fortuna ins Pokalfinale ein. Es blieb beim 2:1 gegen Herkenrath.